Metronom-Reisende müssen sich bis Dezember auf vollere Züge einrichten. Wegen Personalmangels streicht die Bahngesellschaft sogenannte Verstärkerzüge. Das sind solche, die in den Hauptverkehrszeiten einige Minuten vor oder nach den regulären Zügen eingesetzt werden, damit die Waggons nicht zu überfüllt sind. Betroffen sind die Linien Hamburg-Uelzen-Hannover und Hamburg-Bremen. Diese Regelung soll erst einmal bis zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember gelten.